So, hallo Leute, willkommen bei Tutorial Live TV. Ich zeige euch heute, wie man mit GIMP ein YouTube Background oder ein YouTube Design erstellen kann. Dazu braucht ihr erstmal eine Vorlage. Die Vorlage habe ich in Google Drive zum Download gestellt. Den Link werde ich auch noch in die Beschreibung packen. Und wenn ihr dann die Vorlage gedownloadet habt, könnt ihr die Vorlage öffnen. Und also zuerst die Windowdatei entparken und die Vorlage einfach mit GIMP, also die .xcf-Datei, öffnen mit GIMP. So, wenn ihr diese dann geöffnet habt, habt ihr eine Vorlage mit dem YouTube, also mit dem YouTube-Design in der Mitte und einen Hintergrund, ein paar Übergänge. Ihr könnt die Übergänge 1 und 2 auch löschen, wenn sie euch nicht gefallen, wie ich jetzt. Und dann, wenn ihr einen anderen Hintergrund auswählen könnt, das nennt man Textures, die könnt ihr unter www.cgttextures.com runterladen. Das ist eine sehr gute Seite, wo es sehr schöne Textures gibt zum Download. Ich packe den Link auch in die Beschreibung. Und da könnt ihr euch ein paar Textures herunterladen als Hintergrund für eure YouTube-Design. Und wenn ihr dann ein Texture gefunden habt, klickt ihr einfach auf eure Ebene Hintergrund, auf Datei, als Ebene öffnen und wählt dort das gedownloadete Texture runter. Das wäre dann mal dieses zum Beispiel. So, jetzt habt ihr schon mal einen Hintergrund. Dann könnt ihr den Hintergrund eben auch löschen. So, wenn ihr dann natürlich auch noch ein paar Texte und ein paar Bilder wollt, braucht ihr in YouTube unbedingt Bilder, die keinen Hintergrund haben. Also ihr sucht Bilder, die keinen weißen Hintergrund haben oder sonst was. Wenn ihr dann ein paar Bilder habt, geht einfach her, nehmt dieses Bild, zieht es in GIMP und zieht es rein. Dann wird es wahrscheinlich hinter der YouTube-Vorlage verschwinden. Da klickt ihr einfach auf das Auge bei der YouTube-Ebene, dann ist sie weg. Könnt die, das Bild von euch parken, auf die Seite schieben und das YouTube wieder herholen. So, dann könnt ihr ein paar Bilder ausrichten, ein wenig schief hinrichten, hinrotieren, ein bisschen verschwinden lassen, hinter der Ecke oder sonstige Bilder. Machen wir noch ein Bild rein, wie YouTube, nein, es ist zu groß, ein Android, das machen wir hier rein, dann verschwindet es wieder hinter der YouTube Vorlage, machen wir das wieder weg, ziehen es auf die Seite, YouTube Vorlage wieder hernehmen, ein bisschen rotieren, dass es schöner ausschaut, und hinten die Wand ziehen. So, wenn ihr jetzt noch einen Text wollt, geht ihr auf das A in GIMP, zieht eine normale Leiste auf und schreibt dort euren Text ein, wie ich zum Beispiel Tutorial Live TV schreibe. So, dann markiert diesen Text, Doppelklick auf das A, dass die Werkzeugeinstellung kommt. Hier könnt ihr die Schrift auswählen, die Größe, da mache ich jetzt mal 50. Es ist aber wichtig, dass der Text markiert ist. Dann die Farbe des Textes, da mache ich jetzt Gold. Und dann ist es eigentlich schon fertig. Dann könnt ihr noch linksbündig, rechtsbündig oder mittig auswählen. Es ist in meinem Fall jetzt egal. Dann nehme ich das, eine Ebene markieren, nimm das, drehe es auf, dann gebe ich hier ein minus 90 Grad, habe ich gedreht, so, dann schiebe ich es genau hier so hin, wie es dann in einer echten YouTube Startseite, also auf euren Kanal sein soll. Dann habt ihr jetzt schon
ein, ja, fast fertiges YouTube-Design. Wie man es dann auf YouTube hochladet, wegen der Dateigröße von GIMP und den Datei, also den Dateiformaten, habe ich in einem anderen Video schon gezeigt. Und ja, ich hoffe, es haut euch schön hin. Bis zum nächsten Mal, lasst ein Abo da. Tschüss.